Und der legt raus, wenn das nichts klappt. Okay, die Pufferkiste so funktioniert, auch wenn sie da ein bisschen komisch ist mit dem Untergrundding. Aber gut. Also ich habe mich aber mal wieder ablenken lassen. Ich wollte eigentlich hier weiterbauen. Genau, weil Kupfer steht gerade still. Das ist nicht gut. 1400 Grad heiße Lava. Dafür brauchte ich den Lava-Händler. Der sollte hier irgendwo hin. Ja, bau mal da hin und mach mal 1400 Grad heiße. Aus 1600 Grad heiße. Da. Ja, du brauchst Wasser. Haben wir hier Wasser? Da hinten haben wir Wasser. Dann machen wir den Wassereingang da in die Richtung. Und den Eingang für die heiße Lava. Hä? Achso, nicht 1400, sondern 1200. So. 1400 rein, 1200 raus. Okay, okay, okay. Das heißt, du gehst da unterirdisch, kommst. Mist. Ein weiter runter. So. Du gehst da rein, da raus. Du machst 1200 aus 1400. Und drehst das so. Zack. Dann schnappen wir uns von hier hinten Wasser. Ich brauche wieder unterirdische Dinger. Da, da. Nach da. Nach. Da. So. Ja, so geht das. Okay. Und dann hätte ich gerne. Genau, du produzierst schon 1200 Lava. Okay. Dann kriegst du hier 1200er Tanks direkt dran. Das sieht nicht so schön aus. Ich hätte hier eigentlich ganz gerne das Muster von da oben wieder. Bau gleich einen großen. So. So. Das denn da, das denn da. Und dann wird das Ganze nach darüber getragen. Okay. Das heißt, dich müssen wir nur noch anschließen. Bau davon ein paar. So. 1200 Grad heiße Lava. Wird einigermaßen produziert. Und ich denke, ich baue dann später noch einen zweiten Lava-Händler hier hin. Der das Ganze dann auch da reinpumpt. Und genauso könnte ich hier noch einen zweiten Lava-Händler hinpumpen. Hinbauen, der dann von da das 1400er nimmt, es erhitzt und dann da die 1600er reinpackt. Das ist also alles noch erweiterbar. Das ist immer wichtig. Vergisst man ab und an mal, das alles schön erweiterbar zu bauen, aber es ist irre wichtig für später, sonst baut man sich einen Wolf. So, Eisen staut sich, das ist gut. Genau, jetzt müssen wir die 1200 Grad heiße Lava von... Ich brauche mehr Tanks. Oh, die sind voll. Die da nicht. Aber die da sind voll, das ist gut. Genau, die Tanks kommen jetzt dahin, dahin. Das sind die vier Tanks, die immer geplant sind. Die brauchen auch wahrscheinlich noch eine Pumpe irgendwo. Und ihr... Ihr nehmt euch jetzt mit schnellen Ärmchen... Der normalen schnellen Ärmchen werden auch reichen, müssen wir nicht die da nehmen. So, das können wir später alles noch ausbauen. Du trub dich mal hiermit aus. So. Nehmen Kupfer, nehmen Kupfer. Und die Lava kommt von da oben. Okay. Das wird interessant. Ich brauche auf jeden Fall mehr Rohre. Bau ein Stack davon. Ich könnte auch einfach nach oben gehen und mal ein paar Rohre aus meiner Privatanlage rausholen. Dafür ist sie ja schließlich da. Genau. Ich hätte gerne ein Stack. Kannst abbrechen. Ein Stack Untergrundrohre. Und ja, zweieinhalb Stacks normale Rohre. Kann ich irgendwo mein Zeug loswerden? Nein, kann ich nicht. Doch hier. Kohle. Kohle, bitteschön. Noch irgendwas, was ich loswerden könnte? Ich habe viel zu viele Batterien. Bau mal. Woran hapert's? Stahl. Aha, hol Stahl. Das heißt, ich fülle mein Inventar jetzt mit Stahl, damit ich das von Batterien entleeren kann.
Das macht auch vollkommen Sinn, oder? So, bau 25 Türme. Ja, das dürfte eine ganze Weile dauern. So, und jetzt die Verrohrung. Da. Bau bitte ein Untergrundrohr dahin. Ich lasse extra einen Abstand, falls da mal eine Pumpe hin muss. Weiß man ja nie. Dann dahin, dahin. Dahin, dahin. So. So müsste das eigentlich gehen. Lava, Lava. 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 Tada. Flüssiges Kupfer. So, flüssiges Kupfer kommt hier in einen großen Tank. Dum, 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 dum. Da. Oh. Irgendjemand hat viel zu viele Türme in Auftrag gegeben. So. Ganz viele Türme in Auftrag gegeben. Kommt hier in den Tank und wird dann hier oben in die Forge geschmissen. Wo ist die Forge? Da ist die Forge. Du kommst dahin. Du hättest gerne Kupferplatten. Dafür nimmst du Wasser von unten. Mist. Ja, gut, es geht, aber es sieht nicht so schön aus. Du machst das da und da. Du nimmst das da raus und tust es da rein. Und dann geht das hier irgendwie rum. Das hat sich jetzt nicht damit verbunden, oder? Sah so aus. Doch, das verbindet sich mit da unten. Yeah. Also ja, das muss dann irgendwann hier... Warum ist da... Nein. Da ist flüssiges Eisen drin. Ja, weil da ein Output ist. Das ist nicht gut. Ja, wir können das hier oben machen. Also ich denke, wir werden auch nur zwei von denen nutzen. Sonst müssen wir später umbauen. Kann ich das nicht irgendwie... Das doofe Ding da ist im Weg. Ja, okay, dann halt so. Du dahin, du da runter, du da raus. Und dann machen wir da das Gleiche. So, da kommt also die andere Forge hin. Wasser kommt hier außen rum. Geht da runter, da hoch, da runter, dahin. So. Du kommst da bald weg. Okay, erstmal sollte ich jetzt anfangen, das Kupfer einzulagern in dem Tank hier. Das war 4 Felder Abstand davon. Also hier. Das macht eigentlich nicht viel Unterschied, oder? Wo genau das jetzt hinkommt? Ist ja alles hier frei. Trotzdem. Also einmal so rum. So müsste das denn gewesen sein. Okay, das heißt, du kriegst von da unten flüssiges Kupfer. Das kommt von da auch. Achso, warte mal. Du da weg. Du da runter. Hier läuft unterirdisch. Also das müsste gehen. Genau, die Lava fließt da unterirdisch und oberirdisch kommt das Kupfer. Du kommst von da und da, füllst es also auch da mit rein. Und du füllst dich hier mit flüssigem Kupfer. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir da das Kupfer hinbekommen. Da ist all das hier im Weg. Aber wir können den da einfach wegnehmen. Du gehst runter. Ja, komm, du gehst hoch. Wir bauen das alles gleich mal um. So, dann gehst du da runter, da hoch, daran, daran. So, und funktioniert. Okay, unterirdisch. Da nach da. Du kriegst... Du baust hier das ab. Gehst da nach oben. Du baust da weiter ab. So, läuft. Okay.
Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Forge. So. Die Türme sind fast fertig. Sehr gut. Dann brauchen wir noch schnelle Ärmchen. Und zwar ein ganzes oder ein halbes. Und dann müssten wir auch ganz viel Kupfer haben. Schön, 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 schön. Und wir haben jetzt 1200, 1400, 1600. Blaue Tränke stauen sich auch und ich forsche gar nicht. Das ist nicht gut. Warum forschst du das nicht? So, weil es schon fertig ist und ich habe es nicht ignoriert. Ah, okay. Schnellere Fabriken. Puh, nee. Nee, 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 nee. Roboter. Ja, Roboter klingen gut. Oh, Insertion Stack Size Bonus. Macht ihr den erstmal. Also falls wir wieder solche Stellen haben, wo von Fabrik zu Fabrik oder von Kiste nach Kiste gemacht wird, wäre es ganz praktisch, wenn wir das damit automatisieren. So, oh, du brauchst die ganzen grünen Chips. Stauen sich inzwischen grüne Chips. Ich hoffe ja mal. Oh, warum kommen die roten Tränke nicht? Kein Kupfer. Ja, okay. Das sollte hier gleich gelöst sein, das Problem. Sobald die Ärmchen fertig sind. Grüne Chips stauen sich dementsprechend auch nicht, weil kein Kupfer da ist, um Draht herzustellen, um grüne Chips herzustellen. Ich glaube, ich setze einfach mal hier ganz normale Ärmchen hin, solange die da in Arbeit sind. Damit wenigstens ein bisschen was kommt hier. Ah, sehr schön. Ja, noch mehr Ärmchen. Und ja, es sollten eigentlich halbe Ärmchen sein, aber ich habe, glaube ich, keine halben Ärmchen im Inventar, die schnell sind. Nee, das ist so ein langsames Ding. Er bricht die Forge mal ganz kurz ab, damit die Ärmchen zuerst gemacht werden und dann baut die Forge hinten dran. So, wo bist du? Ärmchen? Da. Schnelles Ärmchen. Wing, 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 wing. Genau, du bist das schnelle lange Ärmchen und da kommt jeder schnelle kurze Ärmchen hin. Und zwar da. Gut, Forge ist in Arbeit. So, also Eisen staut sich. Jetzt schon, immer noch. Aber es ist auch verständlich, weil halt kein Kupfer da war, um die anderen Produkte zu machen. Also wird auch kein Eisen verbraucht oder nicht so viel Eisen verbraucht, wie verbraucht werden könnte. Dass hier hinten sie das auch staut, finde ich gut. Also die Batterieproduktion staut sich komplett. Einmal den ganzen Weg lang, bis da ganz oben. Ah, wir haben nicht so viel Schwefelsäure. Wie kommt das denn? Achso, das war ja noch von Hand mit der Kohlebefüllung, ne? Aber Kohle ist da. Petroleumgas entsteht auch. Wasser fehlt. Oh, oh stimmt, das wurde sogar in den Kommentaren erwähnt. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Hier irgendwo. Genau, hier müsste noch ein Wasseranschluss hin. Ja, gleich. So. La 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 la. Jetzt läuft alles wieder. Ah, okay. Also ja, selbst wenn es in den Kommentaren erwähnt wird und ich es lese und ich mir denke, boah, ja, das ist ein wichtiges Ding, ich vergesse das trotzdem manchmal wieder. Ja, okay. Aber ne, durch Schmerz lernt man. Mir ist gerade durch Schmerz aufgefallen, dass da kein Schwefelsäure ist und dann habe ich es geändert. Da. Du stellst bitte Kupfer her. Und du hättest gerne da Pipes. So, jetzt haben wir auch durchgehend Kupfer. Ah, ist das schön. Es wird trotzdem mehr. Oh, du brauchst noch einen. Warte mal, du kriegst jetzt noch halbe blaue Ärmchen dazu. Dafür haben wir keine Chips. So, bau halbe blaue Ärmchen. Dann kriegst du hier noch ganze blaue Ärmchen. Nein, das war nicht so geplant. So, also ein schnelles Ärmchen und zwei... Also ein ganz schnelles Ärmchen und zwei schnelle Ärmchen. Alle drei lang. Und hier machen wir das Ganze in kurz. Ein ganz schnelles kurzes und zwei schnelle kurze. Und ich teste mal, wie schnell ihr wirklich seid. So.
Okay, das müsste ich das jetzt komplett hochziehen, ne? Ja. Es kostet so viele Ressourcen. Obwohl, wir haben jetzt ja so viel. Ach, ist das schön. Ein Tank voll Eisen und ein Tank, der sich langsam mit Kupfer füllt. Auch wenn da oben gar nichts ankommt von dem Kupfer. Okay, wir brauchen mehr Kupfererz. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Bau bitte ein sehr umständliches Fließband. Und danach da. Und dann setzt du bitte da noch ein paar Dinger ran. So. Das ist alles Murks hier. So, da erstmal. Und noch bitte davon zwei. So, sind die Schnellen jetzt alle fertig? 20 Stück, okay. So, Kurve, Kurve. Oh, was ist hier los? Es kommt nicht schnell genug Kupfer an.